Schnallt euch an für einen Schenkelklopfer. Wo ist der Matthias Hinterkircher? Hinter der Bande. Okay, das finde ich niemand lustig hier im Studio. Ich habe es probiert. Also es war einer der Hingucken in der 10. Runde. Thomas, hast du es einfach so konzentriert müssen, das anschauen, oder? Nein, ich habe an deine Schuhe gedacht, die du heute an hast. Darum habe ich mich wirklich zu Zum Glück hocken wir hinter dem Tisch. Also du, ja. Ja. Zum Glück müssen wir unsere Schuhe nicht zeigen. Ich weiss gar nicht. Vielleicht ist er ein bisschen angefressen. Warum? Habt ihr vielleicht auch schon eingeblendet gesehen, den Nachwuchschef von der Rapperswil, Jona Leggers, der heute unter anderem bei uns als Experte mit dabei ist, der Simon Schenk, ebenfalls in unserer Runde. Guten Abend, meine Herren. Und eben auch von der SCL Tigers, Jörg Reber. Und du kannst sowieso, abgesehen von der Eismaschine, die kaputt gegangen ist, auf einen perfekten Abend zurückschauen mit dem 3-1-Sieg. Ich glaube, für die Leute dort im Moment der Derby-Sieg daheim in Langnau. Und jetzt hat man eben so ein bisschen diskutiert wegen dieser Heimbilanz, die nicht so gut ist. Aber heute Abend, glaube ich, ein gelungener Abend für alle zusammen. Also das sicher mal zu dem Spiel, das da in der Ilfishalle ausgetragen worden ist. Jetzt vorher, wenn wir das Bild haben von der Partie Davos gegen ZSC Lions, dann bleiben wir doch gerade bei dieser Affische und bleiben auch gerade bei der ziemlichen Härte, die in dem Spiel drin war. So nämlich auch in dieser Situation. Also das erste Mal Marti, wo da zur Sache geht und nachher wo sich das ziemlich zu einer Rauferei entwickelt. Marti, wo sich da auch verletzt, wo man dann die Revanche-Aktion haben und notabene auch der Linienrichter Roman Kaderli, wie wir gehört, wo, wie ich gesehen habe, vom Eis getragen wird. Auch er hat sich bei dieser Situation verletzt und ist nachher nicht mehr aufs Eis zurückgekommen. Harte Sache, ja. Also für die Spieler bei den Betroffenen, aber auch das Spiel als solches war ein kleines Drama gewesen, für Davoser vor allem, die doch eine gute Reaktion gezeigt haben, am Anfang der Wille gezeigt haben. Ein Spiel hatte, wo sie wenigstens von den Spielanteilen her nicht krass unterlegen waren wie in den letzten paar Runden. Und trotzdem nachher am Schluss müssen eine Niederlage einstecken. Das ist für die Davoser Seele nicht alles andere als der Balsam. Ja, es war wirklich so, dass der HC dort im Spiel eigentlich perfekt drin war. Andres Ambühl hat sie in Führung geschossen mit dem 1-0 in der 2. Minute. Also besser könnte die Reaktion aufs 0-5 von gestern nicht sein, als dass nach 1,5 Minuten das erste Mal der Lukas Fröhler geschlagen ist. Ja, wie du richtig sagst, der war sehr gut ins Spiel gestartet, wie so hinter dem Goal durchkommt. Und Andres Ambühl eigentlich in seiner nicht normale Position als Verteidiger sticht er rein, weil er eben Stürmerblut hat. Und anhand des Jubels sieht man auch, wie wichtig dass das Goal war für den HCD zum Start. Ja, und es kommt sogar noch besser. Es kommt ja dann nachher noch das 2-0 oben drauf von Dario Meier, der dann auch noch getroffen hat in der 24. Minute. Wunderschön lanciert und dann keine Chance für den ZSC-Keeper. Ich glaube, ein typisches Davos-Spiel, schnell Transition. Die langen Pässe, also wenn du als Verteidiger da nicht wach bleibst oder wach bist, dann wird es immer gefährlich gegen Davos. Sehr gut gespielt gewesen. Ist das nicht ironisch, wenn du sagst, das typische Davos-Spiel? Haben wir das typische Davos-Spiel diese Saison überhaupt schon gesehen? Also sehen wir den HCD so, wie wir denken, dass wir ihn kennen, überhaupt noch? Ansätze sind sicher immer da gewesen, auch diese Saison. Sie haben jetzt im Moment halt ein bisschen das Problem mit dem ganzen Selbstvertrauen. Es läuft nicht so, wie man das erwartet, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass Davos dort rauskommt. Zwar heute ist hart, ist eine harte Niederlage. Sie haben eigentlich gut gespielt, aber gleich hat es wieder nicht gelangt. Aber ich glaube, das Spiel, das Davos heute gemacht hat, war nicht so schlecht gewesen. Weil ihr merkt es schon, oder? Also 2-0 geführt und gleich, und ihr seht es auch einblendend, nicht gut rausgekommen, weil ZSC Lions mit 3 unbeantworteten Goal, wo es da zum Sieg kommt. Und zwar kurz vor Spielhälfte geht das Ganze los mit dem Kevin Klein. 1-2. Einer ist mehr der Verteidiger, der den Angriff unterstützt und also Überzahl schafft vor dem Goal. Kevin Klein kennen wir bestens aus den letzten Playoffs. Und wenn er das Spiel prägen kann, dann ist er natürlich ein absoluter Dominator im Zürcher Spiel. Und ihr habt es jetzt auch schon gesehen, der Gilles Senn war da geschlagen. Er, der heute zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist. Wir müssen vielleicht noch mal auf den Entscheid zurückschauen, Thomas. Oder? Man hat bis jetzt immer auf den anderen Slimback gesetzt und jetzt heute der Wechsel. Was hat er für dich ausgelöst? Ja, eben zu Beginn des Spiels hat es eigentlich sehr, sehr gut ausgesehen. Und gerade auch beim Goal, das jetzt der Zürich geschossen hat, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es ist dann fast eine 3-0-Situation. Also kann man am Gilles Senn keinen Vorwurf machen. Der Baltisberger kommt mit. Klein hat die Möglichkeit, um einen
überspielen. Aber am Schluss, wenn du den Match verlierst, dann ist natürlich, ja, hast du eigentlich gleich nicht alles richtig gemacht. Aber da noch irgendetwas müssen probieren. Und heute ist es, wie es der Jörg gesagt hat, brutal hart für Davos, dass sie die drei Punkte können im Bündnerland behalten können. Weil sie haben eigentlich wirklich sehr gut reagiert auf das, was passiert ist in der jüngsten Vergangenheit. Ja, eigentlich schon. Eigentlich wäre es da immer noch okay gewesen bei dem Spielstand. Aber dann kommt dann auch der Ausgleich für ZSC Lions. Und zwar dank dem Jerome Bachhoffner in der 49. Wir sind also mittlerweile im dritten Drittel angelangt. Und wir sind jetzt eben auch im Zürcher Ausgleich. Ja, für mich als ehemaliger Sportchef der GCK Lions tut es natürlich gut, wenn ich den Bachhoffner sehe, Goal schiessen. Aber eben, wie wir vorhin gesagt haben, für Davoser ist es brutal, weil der Sen hat der Erste und nachher kommt einfach der Böck am Bachi vor Kelle und das ist der Ausgleich und das hat nachher Zürich neues Leben eingehaucht. Und wieder ist es eine Überzahlsituation eigentlich im Nachslot, die eigentlich einmal vergessen geht, ziemlich lang. Ja, und es war das 2-2 gewesen. Und dann kommt eben auch noch ein Siegesgoal obendrauf für ZSC Lions, der sich da den Sieg holt. Danken wir Raphael Prassel in der 59. Minute. Vor allem so spätes Goal, oder? Das ist natürlich eben aus der Sicht von Davos, wenn man kein Glück hat, kommt noch Pech dazu, die alte Weisheit. Und einmal mehr oder hier mit dem Prassel schießt der Top. Ausländer oder irgendein Schlüsselspieler von Zürich zu gehen, sondern es sind zwei junge Spieler, die nachher noch das Davoser Schicksal beeinflussen. Das tut auf einem Weg noch mehr weh. Ja, kann ich mich anschliessen. Vor allem eben, Davos hat jetzt eigentlich in jedem Spiel sich etwas vorgenommen. Ich glaube, heute sind sie bedeutend weiter gewesen als in den letzten Match. Einen ersten Schritt können machen und darum umso bitterer, dass eigentlich die Jungen von Zürich dann kommen. Und am Schluss die drei Punkte geklaut. Ist dir jetzt aufgefallen, was ich eigentlich gemacht habe mit meiner Schuhwahl heute? Ja. Es war eine Bekundung für den Gilles Sen, eigentlich, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, umgekehrt. Also komm, jetzt können wir sie ja lüften. Zeigen wir also die Schuhe. Er wollte nur darauf ansprechen, dass ich weiß nicht, gesehen, dann muss ich jetzt wirklich. Ja, klar, logisch. Also es ist einfach, weil er hat so Freude, Entschuldigung, wenn ich da einen Fuß auf den Tisch habe, weil das 91 drauf ist. Das ist eigentlich das ist alles. Das ist schon der ganze Gag. Also ich glaube, es wäre mehr der Dennis Hollenstein, oder? Auf der ja gut, das stimmt. Der hat auch gespielt, also hat einfach nicht getroffen. Und der, den wir jetzt hören wollen, der ist wieder auf Seite vom HC Davos, der André Samuel, der eigentlich getroffen hat. Und heute für den HC Davos, das doch tipptopp ins Rollen gebracht hat. André Sambühler, Heimniederlage gegen ZSC Lions, dank einem Goal oder wegen einem Goal, ganz kurz vor Schluss, wie bitter ist das gewesen? Ja, sehr bitter. Ich glaube, heute hätten wir mehr verdient. Wir haben heute wahrscheinlich das beste Heimspiel der Saison bis jetzt gezeigt. Und ja, ist schade, dass jetzt wieder 0 Punkte sind am Schluss. Sie haben gesagt, Ihre Leistung ist wahrscheinlich die beste im Heimspiel. Also können Sie insofern zufrieden sein, dass Sie eine Reaktion gezeigt haben? Ja, auf dem lässt sich sicher aufbauen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt gleich wieder 0 Punkte geholt. Aber ja, jetzt müssen wir so weitermachen und schauen, dass wir halt am Schluss kein Goal mehr kriegen. Ja. Der Pascal Hardegger hat mit dem Andres Ambühl geredet und ich weiß, man kennt ihn, oder? Er ist jetzt nicht der Mann von den grossen Worten. Und es ist auch noch schwierig, sich darin hineinzuversetzen und hineinzufühlen. Er versucht, so etwas Positives zu sehen. Jetzt gleichzeitig ist es auch eine gewisse Ratlosigkeit, die für mich rauskommt. Aber immerhin hat man heute etwas, eine Leistung gebracht, die man darauf aufbauen kann. Und es gibt irgendwie so eine gewisse Spur, ein positives Signal. Oder? Und man darf nicht vergessen, die Rangliste ist gegen noch sehr kompakt. Und das Mittelfeld ist für Davos absolut erreichbar. Wenn Davos sich noch mehr steigern kann, dann ist durchaus noch nicht Hopfen und Malz verloren. Wo jetzt auch mit dem Gilles Sen aus seiner Sicht? Ich habe jetzt währenddem, dass ich geredet habe, in dem Moment studiert und gedacht, was würde ich jetzt machen? Ich würde wahrscheinlich mit dem Gilles Sen weiterfahren, weil der Sen hat gute Arbeit geleistet. Und wie wir von heute schon diskutiert haben, der Lindbeck ist nicht einfach nur so überragend gewesen. Er hat auch viele haltbare Goal bekommen. Gilles Sen, die Goal, die er heute bekommen hat, sind eher
defensive Mängel von den Vorderspielern. Heute also der HC Davos mit dem 91 zwischen den Pfosten mit dem Schild Senn 2-3 Niederlage gegen ZSC Lions. Dann gehen wir zu der Partie zwischen EV Zug und EHC Biel. Da hat Biel 1-0 geführt und dann aber Zug mit einer Antwort und mit dem 1-1. Und das kommt von einem Mann, der eigentlich mal vorgesehen war für die Swiss League, aber aufgrund von allen Ausfällen, die man zu beklagen hat, spielt jetzt der Pontus Widerström, der 24-jährige Schwede, zum 8. Mal schon in der National League und trifft jetzt zum ersten Mal. Ja, und macht sie vor allem sensationell. Also kommt sie eigentlich vom Bieler Verteidiger, vom Duffner, schön zugespielt über und sensationell verladen, wie der Simon früher in den besten Zeiten. Das hast du nicht gesehen. Jetzt, wenn ich dich noch mal darf, als, aus Sportchefensicht anzapfen, wo du auch viel Erfahrung gesammelt hast, Jörg. Jetzt sagt man eigentlich bei Zug, man hat schon gehört von Reto Klein, ja, er sei natürlich am Schauen für einen Ersatzausländer. Jetzt hast du aber so einen aus der Swiss League, der jetzt wirklich auch überzeugt, der jetzt auch sein Goal macht. Was machst du in dieser Situation? Schwierig als Aussenstehender, wie es dort intern aussieht. Aber ich glaube, er hat einen guten Match gemacht. Also absolut das Niveau für die Nationalliga. Ob er auf eine längere Zeit die Leistung kann bringen kann, ist schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, heute hat er eine sehr gute Leistung gebracht. Soll der Reto Klein zuwarten? Ja, das ist. Also, Zug muss man ein Kompliment machen heute mal. Mit den Absenzen, die sie haben. Biel, der Leader, der souveräne Leader, können schlagen. Ob schon Biel vielleicht anteilmässig vom Spiel ein bisschen mehr hatte. Es ist eine Ehrenmeldung für Zug. Und ich meine, wenn man einen Ausländer in der Organisation hat, den man einsetzen kann, warum macht man das nicht? Das soll man machen. Und irgendwie umschauen wird der Reto Klein ganz sicher. Aber die anderen zwei sind ja nicht Langzeit verletzt und die kommen wieder zurück. Also Zug kann sich das erlauben, mit der, mit der Swiss League-Mannschaft im Rücken einen Moment zu überbrücken mit halt weniger Ausländern. Und du hast es schon angesprochen, heute also hat man gespielt gegen den Leader aktuell. Der Leader, der ist noch mal in Führung gegangen. Man hat 1-0 geführt und man führt auch mit 2-1, und zwar dank Jason Fuchs. Wir sind kurz nach Spielhälfte wieder drin in der Partie in der Bossard Arena. Ja, es ist wortwörtlich ein schlauer Fuchs, der Fuchs. Kann die Scheibe hinter dem Goal abfangen und der Tobias Stefan sieht nicht so gut, dass er den Centerler verliert, eigentlich den Böck, respektive den Chanter. Übergibt sie dann am Jason Fuchs und sehr, sehr schön gespielt. Sie wird eigentlich ein recht einfach preisgeben, dort die Scheibe hinter dem Goal. Dass die nachher so. Ja, sind, also nachdem wir vorher den Duffner schon gesehen haben, oder, mit seiner Vorlage sozusagen. Also es geht, zieht sich doch weiter. Dann sind wir aber beim Dominik Schlumpf im Goal und im 2-2. Sehr guter, versteckter Schuss. Nicht ein Bombenschuss, aber sehr platziert. Und das nötige Glück, dass er einfach genau in die Ecke geht. Und der Goalie kann nicht viel machen. Das war der Ausgleich kurz vor Ende des zweiten Drittel. Dann also fällt die Entscheidung im dritten Abschnitt. Und da gibt es die beiden Goal vom EV Zug, Sven Senteler und Lino Marcini, 46. und 49. Minute. Ja, man kann hier einem Bob nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil es ist eher eine Nachlässigkeit der Defensivspieler von Biel. Der Böck liegt frei und es sind zwar Bieler Spieler da, aber sie gehen weder auf die freie Scheibe noch zum Mann. Und der Bob, insgesamt muss man sagen, Biel hat den zweiten Goal eingesetzt und hat jetzt eine Niederlage eingefahren. Aber als souveräner Leader kann man sich das leisten. Aber nicht, dass du die Niederlage am Goalie aufhängst, oder? Nein, absolut nicht. Aber der Hiller, wenn man gesehen hat, was er gestern für Kunststücke gemacht hat, den draussen zu lassen, ist natürlich gegen eine Hypothek. Ja, aber ich würde jetzt auch Zug noch schnell loben. Also gerade beim dritten Goal macht es unglaublich gut Druck aufs Goal. Der Center lauert am richtigen Ort und auch das Marcini-Goal am Schluss. Also ich glaube, abschließend ist wirklich die Mannschaft Zug mit den Verletzungen, die sie hatten. Sie haben den Sieg heute unbedingt wollen und haben vor allem zu Beginn eigentlich die zwei Fehler von Biel können ausnutzen. Und schon ist es passiert. Das sind die Einschätzungen da aus dem Studio zu dieser Partie. Jetzt gibt es natürlich auch noch von vor Ort von unserem Kommentator Basti Schwele. Es war
Wie immer, mehr als eine Freude. Ein rassiges Spiel, ein rasantes Spiel hier des Tabellendritten gegen den Ersten. Am Ende gewinnt Zug und das fast ohne Importspieler. Sehr interessant, denn das zeigt auch, man kann die Jungen spielen lassen. Ja, man muss sie sogar spielen lassen. Und die waren heute sogar in der Lage, dieses Match am Ende für sich zu entscheiden. Zug flog tatsächlich im letzten Drittel über das Eis. Bei Biel muss man sagen, vielleicht ein bisschen verhalten. Und man hat es definitiv heute nicht geschafft, richtig aggressiv in die gefährliche Zone vor Tobias Stephan zu kommen, der letztendlich auch den Unterschied in dieser Partie ausgemacht hat. Was bleibt? Ein sensationelles Spitzenspiel, das wir hier gesehen haben heute in Zug. Und ich muss sagen, ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bis bald. Schön in der Beiz, der Bassi Schwele, heute bei dieser Partie mit dabei gewesen, zwischen dem EVZ und dem EAC Biel 4:2. Dann gehen wir zum Spiel in Lugano. Lugano gegen Rapperswil-Iona. Das ist da Fischen. Das ist das Verdikt nach dem ersten Drittel 1:0. Dann gehen wir rein in den zweiten Abschnitt, wo dann Lugano den Unterschied ausgemacht hat. Und zwar mit 4 Goal. 27. und 28. ist es brutal schnell gegangen. Und wenn ich das darf sagen, Thomas, auch brutal einfach aus Sicht von Lugano. Ja, definitiv. Also, ich glaube, es ist definitiv die Realität der National League. Wobei ich das Gefühl habe, außer gegen Bern sind wir eigentlich immer in diesen Spielen dabei gewesen. Wir haben Möglichkeiten gehabt, zum Spiel nach Ehren. Aber wenn man jetzt heute Abend sieht, also, ich glaube, müssen wir nicht schön reden. Das ist definitiv zu wenig. Und müssen wir über die Bücher. Wenn man kein oder eben nur wenig Goal schießt, dann ist es natürlich extrem schwierig, zum Punkt können irgendwo zu klauen oder heizen. Sanitz und Takiesa 2-0 und 3-0. Ja, so eine lange Serie mit nicht so vielen Niederlagen ist natürlich schon ein Dämpfer für die Euphorie, die man hatte nach dem letztjährigen Göpp-Märli und nachher mit der souveränen Saison, wo man aufgestiegen ist. Man ist mit viel Euphorie in die Meisterschaft rein. Und jetzt zehnmal in 10 Spielen nur ein Sieg. Das drückt natürlich schon auf die Moral. Das ist eine schwierige Aufgabe jetzt für den Trainer, für das ganze Umfeld und für die Spieler, dass man die Moral kann behalten und dass man daran glaubt. Und weil irgendwann ist der Zug die abgefahren. Man ist nicht so nach wie Davos. Davos hat noch 9 Punkte und mit 2 Siegen ist man bei den Leuten. Mhm. Aber bei Rappi braucht schon ein kleines Exploit, das sehr unwahrscheinlich ist. In der 28. Minute ist Noel Bader für den Melvin Niffler im Goal von der Rapperswil-Iona Lakers. Und auch er war dann ziemlich bald einmal geschlagen gewesen. Da kommt nämlich schon das 4:5:0 aus der 33. und 34. Minute. 6:0 kommt dann noch aus dem dritten Drittel. Also Lugano gewinnt das Spiel mit 6:0. Ja, das ist... Ich meine, der Bader ist ein guter Goalie und man kann ihm nicht einen Vorwurf machen. Vielleicht ist der Niefeler halt selber auch ein bisschen frustriert. Das, was ich vorhin gesagt habe, gilt für die ganze Mannschaft, aber für einen Goalie besonderbar. Oder? Weil der Niefeler hat Talent, absolut. Oder? Aber in der Nazi A ist einfach sein Trauben schon ein bisschen höher als der letzte Jahr. Und das bekommt er jetzt gut zu spüren. Hoffmann, Giorni und Morini sind dann noch Goalschütze. Also Lugano 6 verschiedene Goalschützen. Für Lugano natürlich ganz wichtig, dass man auf die Siegerstrasse zurückkommt. Auf der anderen Seite sind es Rapperswil-Iona Lakers. Thomas und du als Vertreter da bei uns im Studio, ist klar, wir werden dich darauf müssen ansprechen. Was hast du das Gefühl, was löst jetzt auch diese Niederlage aus? Weil bis jetzt hat man immer können sagen, man ist eigentlich gut bei den Leuten, oder? Jetzt aber ein 0:6. Das spricht dann etwas anderes. Ja, wobei eben, wissen wir, manchmal ist es fast besser. Das klingt so blöd. Aber lieber verlierst 6:0 und kommst hoffentlich wieder zurück. Also hast 3 oder 4 Spiele, wo du nur mit einem Goal verlierst und die letzten 10 Minuten noch das Goal überkommst. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir dürfen das jetzt nicht schönreden. Es ist definitiv so, dass wir offensiv einfach viel zu wenig Durchschlagskraft haben. 2 Ausländer, die noch verletzt sind. Hoffentlich nach der Nazi-Pause sind sie zurück. Timo Helbling kommt irgendwann dann zurück. Aber es soll nicht ein Ausrede sein. Wir sind defensiv eigentlich bis heute und gegen Bern nicht so schlecht gestanden. Goli hat eigentlich einen guten Job gemacht, aber vorne wie warme Luft. Und das müssen wir irgendwie können ändern. Also das Stichwort, das du vorher lieferst, ist das, dass du sagst, manchmal ist es besser, wenn man deutlich verliert. Gleich kann ich mich jetzt versucht, in die Lage von dieser Mannschaft, von einem Spieler zu versetzen, der jetzt aus dem Tessin heimfahren muss, im Bus mit einem 0:6.
wo man jetzt kassiert hat, mit der, du hast schon angesprochen, mit der 9. Niederlage aus 10 Spielen. Also dann ist es schwierig nachzuvollziehen, dass du sagst, manchmal ist es besser, wenn man mal deutlich verliert. Nein, aber ich möchte mehr sagen, es gibt ja zwischendurch Tage, wo es wirklich überhaupt nicht läuft. Die haben jetzt das Spiel heute im Detail zu wenig genau können verfolgen. Aber wir müssen jetzt so schnell wie möglich einen Weg finden. Es tönt immer so komisch und speziell, aber jetzt kommt ein Helbling zurück, der hoffentlich eine Stabilität gibt in der Defensive. Und der neue Ausländer, den wir jetzt haben, der sicher einen Monat wird da sein, hoffentlich kann der den Turbo zünden und es klingt um ein Goal. Also es gibt keine andere Möglichkeit, das versuchen hart zu arbeiten und ehrlich sein mit sich selber. Aber dass es nicht einfach ist und dass so eine Niederlage natürlich zusetzt, glaube ich, ist uns allen klar. Ich habe das Gefühl, genau das werden wir jetzt auch hören, wenn man mit dem Cheftrainer von Rapperswil-Jona redet. Jeff Tomlinson, das mit der Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Offensichtlich kann man das nicht in wenigen Tagen lösen, auch nicht mit der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Wo sehen Sie die Gründe hier? Ja, es ist schon schwierig. Es sind mehrere Gründe, warum wir keine Tore schießen. Es ist das vierte Spiel jetzt, dass wir in dieser Saison kein Tor geschossen haben. Und, das ist für uns unsere größte Baustelle im Moment. Wir haben heute im ersten Drittel gut gespielt, wir haben auch schnell gespielt. Aber dann wir sind zusammengebrochen, das ist das erste Mal diese Saison, dass wir zusammengebrochen sind. Und dieses Spiel am Ende gefällt mir überhaupt nicht und wir müssen daran arbeiten. Ja, und es ist sogar ein Null-Tore-Wochenende, das ist ja ziemlich hart. Und wenn Sie sagen, zusammengebrochen, jetzt ist ein Fünftel gespielt, ist das die große Herausforderung, jetzt alle Leute auch bei Laune zu halten? Ja, das ist so. Wir müssen jedes Spiel neu anfangen und es ist ein neuer Start und eine neue Möglichkeit für uns. Und, wir müssen im Training anfangen, härter zu arbeiten vor dem Tor und diese einfacheren Sachen machen. Wir haben genug Schüsse aufs Tor, aber die Qualität von Schüssen sind nicht gut. Überzahl, ungefährlich, die sind die Sachen, die wir verbessern müssen. Ich finde es absolut bemerkenswert, wie der Jeff Tomlinson auch jetzt ansteht und das ganz sauber und ganz klar analysiert. Was mich wundernimmt, Thomas, und ich weiß, ich wollte dich mit dem auch nicht in eine unangenehme Situation bringen, gleich nimmt es mich wunder, was hast du das Gefühl, wie viel Druck löst es auf ihn persönlich jetzt auch aus, in seiner Rolle als Trainer, der letztes Jahr noch so gefeiert worden ist und jetzt halt mit seiner Mannschaft gleich bei 10 Spielen und 9 Niederlagen dasteht? Ja, ist klar so. Ich meine, es gibt Druck gegen ihn, es gibt aber Druck gegen uns alle. Aber wie immer, wir könnten jetzt noch 3 Stunden über das diskutieren. Wir müssen so schnell wie möglich einen Weg finden. Und manchmal waren wir auch ein bisschen demütig. Wir haben eigentlich ganz eine gute Zeit hinter uns, die letzten 3 Jahre. Jetzt sind wir auch in der National League. Und man hat gewusst, dass es eine ganz schwierige Saison gibt. Und ich möchte noch mal schnell sagen, lieber einmal 6-0 verlieren, als jetzt auch. Heute geht das Team auseinander. Am nächsten Match ist das Team hoffentlich wieder zusammen. Und es gibt nichts anderes als einfach Gas geben. Punkt. Ich glaube, Rappi hat gewusst, dass es eine schwierige Saison wird. Für einen Coach ist es sicher nicht einfach. Letzte Saison so viel Erfolg, hat viele offensive Aktionen gehabt. Jetzt läuft es nicht so in der Offensive. Die Defensive ist eigentlich noch ziemlich stabil. Aber jetzt mit dem heute mit 6-0 ist es sicher nicht ganz einfach, wo man den Hebel ansetzt. Hier, ja. Ja, wenn man die Worte von Tomlinson vielleicht noch ein bisschen unterstreichen will. Die offizielle Schussstatistik sieht 25 zu 38 Schüsse zugunsten von Rapperswil. Und das Resultat ist 6-0. Das ist krass. Und das zeigt schon ein bisschen Qualität auf von den Offensivspielern, die halt einfach in der Swiss League eine andere Rolle gespielt haben als in der Nazia. Es geht dort hier härter und schneller und es hat bessere Goaline. Und man muss auch nicht vergessen, Lugano war auch ein bisschen unter Druck. Die haben auch nicht so brilliert. Die waren auch nicht der, den sie sich erhofft haben. Und die heute müssen eine Reaktion bringen. Sie sind entsprechend glatt in das Spiel hineingegangen und haben eine gute Leistung gebracht. Aber der Gegner hat es einfach gemacht. Heute Abend ein 6-0 von Lugano gegen Rapperswil-Jona. Wir gehen zu der Partie zwischen Servet und Fribourg, wo Fribourg eigentlich mit einem sehr guten Lauf gekommen ist. Aus den letzten 6 Spielen hat man 5-mal gewinnen. Nur wenn wir uns jetzt die Szenen anschauen aus dieser Partie heraus, dann ist es ein bisschen sinnbildlich für das, was Fribourg heute Abend passiert ist. Es ist ein ja, wie soll ich jetzt ihm sagen? Ein harter Aufprall nach einer erfolgreichen Phase. Weil, da zum Glück ist übrigens niemandem etwas passiert. Beide konnten wieder weiterspielen. Weil man verliert die Partie
nach 60 Minuten und zwar auch nach sehr spätem Goal, wo wir uns nachher anschauen. Servet hingegen, wo die Heim gespielt hat, also ich weiß nicht genau, was die machen, das können wir nachher auch noch besprechen. Die gehen schon mal mit 1-0 in Führung. Der Kevin Romy war nämlich dafür verantwortlich, der da das Goal macht, das erste von der Partie der 19. Minute. Noch nie verloren die Heim bis jetzt in dieser Saison. Und ja, man bleibt dieser Linie gerade treu. Sehr gute Passfolge im Powerplay, direkt Pass, schön das Dritt ausgenutzt und ja, kann man sagen, ein guter Start und entsprechend Druck vor dem Goal, oder? Ein guter Start als in ein Heimspiel rein natürlich, weil Genf ist, hat gewusst, dass sie eine schwierige Saison haben, aber mit diesem Sieg heute sind sie doch recht gut jetzt auf einem guten Weg. Ja, obwohl, man muss sagen, in dem Spiel, in der 57. Minute, hat ja Freiburg noch mal eine Antwort gehabt, 1-1. Da kommt der späte Jubel von der Drachen. Also auch da wieder die Hoffnung, dass man die Erfolgsphase gar könnte weiterführen könnte. Jim Slater vorbei am Gauthier Deckel. Ja, ist aber eigentlich das Goal von Motti. Macht das unglaublich gut, schon in der Vergangenheit. Sucht den direkten Weg aufs Goal. Blaue Flecken vergönnen und Punkte bleiben. Das Letter kann sie abstauben. Und wirklich sehr gut gemacht. Und wieder ganz ab, eigentlich Goal aus dem nahen Slot raus. Präsent im Slot. Ja. Dort, wo, ja, wo halt ein bisschen Action ist, aber wo es sich halt lohnt, zum Herangehen. Und da hat es sich gelohnt, für den Henrik Tümmenes mal drauf zu hauen. Der Ludovic Weber ist geschlagen in der 60. Minute. 19,5 Sekunden vor Schluss von dem Spiel. Ja, unglaublich ein guter Direktschuss und Goal ist chancenlos, hat genau gepasst und auch Tümmenes ist eigentlich bekannt für das, wenn er die Möglichkeit hat, dass es dann meistens gefährlich wird. Könnte Gold wert sein für Genf, weil so ein Goal, das hat eine nachhaltige Wirkung, oder? Ich habe vorhin schon gesehen, Genf ist jetzt mit dem Sieg heute recht gut platziert. In der Vorschau hat man sie ja in der unteren Strich gesehen und so. Und jetzt haben sie doch die nötigen Punkte gemacht. Und nachher noch ein seriöses Goal am Schluss, das ist Seelenbalsam. Ja, es ist für Genf, man hat es glaube ich auch gehört, im ganzen Stadion ein riesen Erfolg gewesen. Einer, der dann Erfolg gehabt hat mit seinem Goal in dieser Partie, der steht jetzt beim Andreas Hagmann. Kevin Romy, au début, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a la grande différence pour jouer à domicile ou à l'extérieur pour vous au moment? Je pense que c'est plus mental. Chaque équipe est en général forte à la maison et pour nous, on ne joue pas du tout pareil, on n'arrive pas à l'extérieur à imposer notre rythme et on fait des erreurs qui nous coûtent les matchs, donc on doit vraiment rester concentré. Je pense que c'est mentalement, pas arriver dans un engrenage de défaite, une spirale négative à l'extérieur, mais de vraiment se concentrer sur notre jeu également quand on est en déplacement. Et aujourd'hui à la fin, c'était beaucoup de chance, c'était l'esprit de jouer à domicile pour gagner ce jeu. Je ne pense pas qu'on ait fait un très bon match ce soir, mais on sort avec les trois points, donc c'est l'essentiel. Il y a beaucoup de phases de jeu qu'on doit s'améliorer. Notamment, on n'arrive pas je pense qu'on panique beaucoup, notamment dans notre zone de défense. Et c'est vraiment quelque chose sur le long terme qu'il va falloir travailler. Merci beaucoup. Merci. Das kann man dann sagen, wenn man am Schluss mit Ach und Krach 2-1 gewonnen hat. Ein super Spiel sei es nicht gewesen, aber wichtig ist, dass man es gewonnen hat. Es gäbe noch einiges zu verbessern im Spiel von Genf, wie er selber sagt, der Kevin Romy. Was er auch sagt, ist der Unterschied, den er darauf angesprochen wird, zwischen die Heimspielen und Auswärtsspielen. Und vielleicht können wir uns jetzt auch die Bilder anschauen, wie sie gefeiert werden am Schluss von ihren Fans. So sieht das Ganze aus. Also in Genf ist man in vier Launen. Er sagt, es sei eine mentale Sache. Also zu Hause hat man viel den besseren Rhythmus, man macht weniger Fehler, man sei konzentrierter als auswärts. Und ich meine, die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor, einfach irgendwie ein bisschen umgekehrt, oder? Mit der Langnauer. Ja, man sieht, dass es beide Seiten geben kann. Manchmal kann man es nicht erklären, genau, warum es so ist. Ich glaube, Langnau konnte heute reagieren daheim mit dem Derby-Sieg. Und Genf zeigt eben, wenn du daheim kannst, eine Macht sein kannst, einfach sehr, sehr viel helfen kann. Und vor allem, es kann gut Selbstvertrauen geben, vor allem daheim. Und wenn wir es gerade schon haben von den SCL Tigers, dann wollen wir doch auch noch zu dem Match gehen, das fünfte Spiel, das wir miteinander anschauen wollen. Und zwar in dieser 10. Runde, die SCL Tigers gegen den SC Bern. Das zweite Duell von diesen beiden Teams in dieser Saison, wo angefangen hat mit einer Szene, mit einer ganz wegweisenden Szene eigentlich, wo es nicht nur eine Strafe gibt gegen den Simon Moser auf Seite vom SC Bern für den Late Hit da oben hinter dem Goal von der Langnauer, sondern auch für das jetzt rechts im Bild.
81, der Thomas Rüffenacht, mit einem zu späten Rencontre mit seinem Gegner. Und das gibt dann auch noch einen Zweier gleichzeitig. Es ist sicher hart, dass man so eine doppelte Unterzahl bekommt. Der erste Check von Moser, den müssen wir nicht diskutieren. Das hat der Schiedsrichter gepfiffen. Und nachher, glaube ich, bekommt der Rüffenacht Strafe, weil er nach dem Pfiff noch Check in den Rücken macht, gegen die Bande. Wie gesagt, nicht ein schlimmer, und ein böser, und ein brutaler und ein harter Check, aber einfach nach dem Pfiff ist fertig. Und der Schiedsrichter war sehr konsequent, hat lange noch die Chance gegeben, zum 5 gegen 3 zu spielen. Und wir wissen, was passiert ist. Oder ich habe gedacht, vielleicht sagt es noch, wir wissen, was passiert ist. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann wissen wir es jetzt. Dann, weil das hier ist die Situation. Raphael Kuhn, 1-0, 17. Minute. Ich glaube, super gemacht vom Pesson, dass er Druck macht, wie er würde schiessen. Also Cennoni geht voll auf den Schuss, ist durch das ein bisschen weit aus dem Goal raus. Und dann natürlich super abgeschlossen als Rechtshänder vom Raffi Kuhn. Wir reden nachher eh noch genug über den Harry Pesson, und der ist sonst noch auffallen, der Raphael Kuonen. Wie würdest du ihn beschreiben und den Werdegang von ihm? Ja, speziell eigentlich. Er war ja schon mal bei uns. Er ist nachher von uns auf Lugano. Dort hat man ihn auch mal auf Schweden geschickt für Powerskating, für das Schlittschuhfahren. Er ist auf Rappi, hat eigentlich sehr gute Saison in Rappi. Viele Punkte gemacht, viel Goal geschossen. Wir haben ihn auch zurückgeholt. Und wir haben immer bei ihm so ein gewartet, bis der Next Step kommt. Mhm. Und jetzt diese Saison hat er einen super Start. Ich mag ihm sehr gönnen. Und ich glaube, ein Schuss hat er eigentlich immer einen guten gehabt. Er hat ihn einfach in Nazi auch noch nie so können zur Geltung bringen, wie er das in Nazi B gemacht hat. Hast du nicht so eine Summe mit ihm gemacht? Also, ich nicht mehr viel. Ich glaube, er hat selber hart trainiert. Wir sind im Sommer ja in Burgdorf auf Zeiss. Und dort hat er sicher viele Sachen gemacht im individuellen Bereich, sei es Skills oder Schusstechnik gefeilt. Und ich hoffe, das zahlt sich jetzt aus. Er kann das über die ganze Saison bringen. Ich meine, sie hat jetzt 10 Spiele gespielt. Also, die Saison ist noch lang, aber ich hoffe, dass er das so weiterziehen kann. Also, da hat er für das 1-0 gesorgt. Der Harry Pesson dort mit dem Assist. Und der Harry Pesson kurz nach Spielhälfte auch mit seinem ersten Goal von dem Abend. Der Topscorer von der SCL Tigers, der kann da dafür sorgen, dass es 2 Goal-Differenz sind. Das heisst auch, nach dem Drehschuss von Anthony Hügner ist Leonardo Cennoni ein zweites Mal geschlagen. Ja, Ursprung ist eigentlich, also Langen hat unglaublich viel Druck gemacht. Bern bringt den Böck nicht raus, der Yannick Buren macht eine Verzweiflung und auf dem Stock vom Hügener. Sehr schön, wie er sich dreht, bringt den Böck aufs Goal und Harry Pesson im richtigen Moment fährt vorne durch und chancenlos für den Leonardo Cennoni. Sicher eine Spur Glück dabei. Zuerst die Pirouette vom Hügener, oder? Dass er den Böck so gut trifft, dass er noch platziert aufs Goal kommt und dass der Pesson genau am richtigen Ort ist und ihn abfälschen kann. Das übt man zwar immer wieder x-mal im Training, aber von einem eingespielten Trick kann man da nicht reden. Das ist einfach noch ein bisschen Spurglück. Und hier hat es gepasst. Hat ja funktioniert mit dem 2-0. Da kommt aber auch das Anschlussgoal vom SC Bern. André Heim hat getroffen zum 1-2. Sieht so aus in den 36. Minuten. Also relativ schnell hat Bern da eine Antwort gehabt. Ja, Bern hat eigentlich bessere Torchancen gehabt als die. Es ist ein bisschen eine ungenügende Zuordnung von Seite Langmau. Andererseits macht Bern sehr gut Druck in Slot innen mit 3 Spielern. Und mit dem nötigen Glück kommt Schiebe einfach der Team ins Goal. Weil der Chacho hat wesentlich gefährlichere Sachen müssen blockieren, wo Bern bessere Chancen hatte als hier. Das war 2-1. So spannend ist es ins dritte Drittel reingegangen. Und dort hat der Harry Pesson das letzte Wort. Das ist 3-1 in der 52. Minute. Also, es ist wunderschön zum Anschauen, was er da zeigt heute Abend in der Offensive. Ich glaube, ein super Konter und natürlich ein geniales Flip-Pässchen vom Dido. Super direkt abgeschlossen vom Harry wieder. Und ich glaube, ein sehr schönes Goal. Es war ja zu erwarten, dass der SCB beim Spielstand von 2-1 Druck macht, offensiv. Und das lang noch früher oder später wird eine Konterchance bekommen, wenn man nicht das Goal einfährt. Und der Tier ist eben einfach auch wieder Defensivleistung und der Chacho am Ursprung gewesen. Und hier aber wunderschön ausgelöst, der Konter. Es ist immer, und gleich ist in der ganzen Hockey-Schweiz das Stichwort Beton-Hockey immer noch unglaublich präsent.
gegenüber den SCL Tigers und dem Heinz Ehlers. Und wenn ich so Sachen sehe, dann verstehe ich, dass euch das extrem anfängt zu nerven und dass das auch Heinz Ehlers nervt. Weil, ich meine, was ihr da zeigt, ist grosse Klasse. Da habe ich immer wieder widersprochen bei den Medien. Das ist nicht Betonhockey. Es gibt Mannschaften, die defensiver spielen als die SCL Tigers. Das muss man auch mal gesagt haben. Es ist nicht Betonhockey. Es ist einfach, in der heutigen Zeit brauchst du die Disziplin vom ganzen Team, dass du Erfolg haben kannst. Eine Mannschaft wie wir sind, die vielleicht auf dem Papier nicht die Top-Leute haben. Wir müssen als Mannschaft funktionieren und erwartet einfach die Disziplin von jedem einzelnen Spieler, dass er seine Aufgabe zu 100% erfüllt. Und dadurch bekommen wir wenig Goal, Goaline verheben. Und dadurch gibt es jedes Mal eine Chance im Spiel, um den Match zu gewinnen. Und wenn du sagst, dass Entschuldigung, Simon, du hast noch... Es ist nicht Beton-Hockey, aber es ist gut organisiert. Das ist das Entscheidende, dass das Spiel organisiert ist. Ich schaue eigentlich jeden Match schaue ich ein bisschen auf das aus, wie ist das Spiel organisiert. Wissen die Spieler, was machen, wie sie sich verhalten. Wenn der Gegner vorchecken, hat er die Unterstützung. Geht man miteinander, geht man den Gegner abholen und so weiter. Und dort hier macht der Heinz Ehlers natürlich eine hervorragende Arbeit. Ja, und wenn das defensiv funktioniert und man offensiv so jemanden hat wie der Harry Pesonen, also dann kann das eben genau zu dem Erfolg führen, wie heute Abend auch. 3 Goal, 3 Punkte für ihn. Ari Pesonen, what for a feeling is it for you to win this derby? Yeah, it's great. The first derby we lost, we didn't score any goals in Bern, and we definitely wanted to get the second win at home. We've been struggling with home games, and so definitely it was a great win and. For sure, it's going to give us a lot of confidence for the next games. What makes the Tigers so strong in these days? No, I think we're like goalie's playing great, both goalies and Chacho especially now. He's confident, so that gives you, a little bit of room to breathe. You know, you can trust your goalie, and defense is solid. Penalty kill is really good. And we have a good chemistry in the team right now. And No, we're working hard, and I think it's a little bit starting to pay off. And let's try to keep it that way. Thank you very much. Thank you. Thanks. Ich muss noch etwas fragen. Wo ist der Harry Pesonen her? Er ist doch ein Finn, oder? Finnland. Das ist ja Wahnsinn, was der alles erzählt. Das ist ja eine echte Freude, was der da alles kann erzählen. Als erstes mal, eine super Revanche, die ihm da gelungen ist für das erste Spiel, wo man gegen den SC Bern in dieser Saison verloren hat. Auch schön war, wieder mal die Hai können ein Erfolgserlebnis haben, nachdem man jetzt auch viermal die Hai verloren hat. Dann aber sagt er auch, dass viel Selbstvertrauen da damit natürlich auch kommt, mit so einem Erfolg, dass die Chemie stimmt in dieser Mannschaft. Und auf das spricht er auch noch auf Goalies. Und ich finde, wenn wir uns die Szene von Damiano Ciaccio anschauen miteinander, ich glaube, dann zeigt das, was er meint. Es gebe den Spieler Luft zum Schnaufen, wie er es nennt. Ich finde, das ist ein fantastisches Bild, oder? Einerseits Ciaccio da mit dem Big Save. Er lobt Goalies, er lobt den Ciaccio. Und genau das ist es. Ich glaube, ein Big Save in diesem Moment des Spiels. Also wenn das wäre ein Goal gewesen, dann hätte es vielleicht auch die andere Richtung gehen können. Das weiss man jetzt nicht. Aber nochmal, wir haben in Langnau 2 Goalien, die absolut top sind. Und das ist das Modell, fahren wir ja nicht erst seit dieser Saison. Also, es ist eigentlich schon in Nazi B, sind wir mit 2 Goalien gegangen. Dann noch mit dem Grotsche und mit dem Ciaccio. Und dann haben wir mit Rivars geholt. Und jetzt haben wir ein super Goalie-Duo. Ich bin überzeugt, dass das in der heutigen Zeit absolut kann Sinn machen. Jetzt hast du gesagt, das Duo heute Abend aber zählt nur einer, der Damiano Ciaccio. So ist der gute Mann gefeiert worden von den Fans in Delfishalle. Nichts umziehen, nichts duschen. Nein, nochmal zurückkommen. Es ist ihm nicht so recht. Also, recht ist es ihm sicher, aber, aber er weiß gar nicht so recht, was ihm da passiert, oder? Ja, ich glaube, bei so Spiel, bei so Situationen darf man das auch mal genießen. Die sind Profis, die wissen, dass am nächsten Tag schon fast wieder vorbei ist. Es kann man wieder neue Spiel und das kann man, glaube ich, gut abhaken. Aber den Moment muss man geniessen, möglichst viel positive Energie mitnehmen. Es hoffentlich so weitergeht. Jörg, Schweiß oder Tränen in den Augen? Jetzt bin ich nicht ganz sicher gewesen. Der Damiano. Schau mal da. Also, nein, das ist ein bisschen nudelfertig vom Spiel, habe ich das Gefühl. Hä?
Das ist nicht emotional berührt durch das, was da gerade passiert ist. Jetzt hat er seinen Vertrag verlängert. Letztes Jahr hat er eigentlich den Kampf um die Nummer 1 Position, hat man das Gefühl gehabt, von außen verloren gehabt. Und gleich so ein loyaler Typ, wo der Ivars eben auch immer noch so pusht, oder? Also so einen dankbaren Typ jetzt noch länger zu verpflichten, das ist für euch ein absolutes Glück. Das ist super. Ich meine, wir sind total überzeugt von beiden Goalien. Also, und es hilft uns einfach. Wie gesagt, der Ivars ist verletzt. Wir haben Chacho, wir wissen, wenn wir den einen tun, der verhebt. Und er hat es heute wieder gezeigt, er verhebt. Diese Saison ist er auch sehr gut gestartet, wie die ganze Mannschaft. Und darum wir sind glücklich, dass das bei uns so ist. Etwas, wo man sicher nicht glücklich ist darüber, und das ist die letzte Szene, wo wir uns leider Gottes noch anschauen müssen, das ist der Check gegen den Alexei Dostoinov. Und zwar passiert er dort auf offenem Eis in der Mitte Arco Bello gegen Alexei Dostoinov. Simon. Ja, es ist der Schiedsrichter natürlich das nicht gesehen. Hat auch keine Möglichkeit, wie wir das im Video anzuschauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch genauer angeschaut wird. Es ist eine unglückliche Situation, weil er sieht ihn wahrscheinlich nicht ganz klar. Es ist nicht eine frontale Sache, sondern sie gehen fast in die gleiche Richtung und prallen dann zusammen. Aber es ist ganz klar gegen Kopf. Und Man sieht ganz klar, dass der Arco Bello die Bewegung gegen Dostoinov macht. Also er fährt nicht eigentlich gerade weiter, er macht die Bewegung gegen ihn. Also er trifft ihn schon recht am Kopf. Es wird ganz sicher wird das genauer angeschaut. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es ein Verfahren gäbe. Ja, ich sage auch, also es muss eigentlich ein Verfahren geben. Und das, was du ja gesagt hast, ist richtig. Oder? Er fährt nicht einfach weiter, sondern er macht noch die Bewegung. Und das wird ausschlaggebend sein, um es noch genau unter die Lupe zu nehmen. Was wir jetzt auch genau unter die Lupe nehmen, sorry für den schlechten Übergang, das sind die Resultate und das ist die Tabelle von dieser 10. Runde in der National League. So präsentiert sich das. 3-1 für Tigers gegen Bern, 2-3 Davos gegen ZSC Lions, 2-1 Servette Fribourg, Lugano gönnt gegen die Lakers 6-0 und Zug gegen Biel ein 4-2. Und in der Tabelle bleibt das eben ein beim Alten kann man sagen, Berner dominieren die Liga, Biel bleibt vorne, Bern ebenfalls. Da ist für die beiden Teams insofern nicht viel passiert. Aber die Tigers, die kommen noch näher an. Also die drei Berner Teams immer noch ganz vorne mit dabei. Das ist doch ein Bild für euch einfach noch ein zum Geniessen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild. Aber ich kann Simon vielleicht noch mehr erzählen von früher. Früher hat das, glaube ich, regelmässig so ausgesehen. Jetzt ist es ein bisschen länger her, dass das jetzt wieder so ist. Aber nein, es ist natürlich sehr schön, wenn das mal so ist. Ein Highlight sozusagen für die SCL Tigers, was wir jetzt hier gesehen haben. Highlights übrigens haben wir auch für euch in der nächsten Zeit. Also es geht weiter mit Live-Eishockey. Nicht nur heute Abend, sondern auch morgen am Nachmittag. ZSC Lausanne, dann am Montag auch aus der KHL, also aus Russland. Und am Dienstag geht es schon weiter in der National League mit den Partien Lausanne-Ambri und Fribourg-Biel. Und ich sehe es auch am Montag am Abend am 9 Uhr. Das können wir euch sehr ans Herz legen. Unser Hockey-Magazin Hockey 360, wo Steffi Buchli den Thomas Rüfenach trifft, fragt und sonst so und eben auch zurück mit dem Thomas Rüfenach zurückgeht in seine alte Heimat auf Langnau. Ich glaube, es ist so lang her. Es ist immer speziell, wenn du hierher kommst für einen Match. Ist so ein Business-Feeling. Weißt, dann kommst du her, kommst du spielen und bist fokussiert auf ein Match. Aber jetzt bin ich hergefahren und es ist noch lustig, so alte Gefühle zurückgekommen, wie es war, mit meinem Bruder da, mit einem Toyota Yaris rumgefahren haben. Und es war noch lustig. Es ist recht lang her. Das weckt wieder Heimatgefühl beim Jürgen Gräber, oder? Also die Gegend habe ich nicht gekannt. Ich habe es noch halb gedacht. Apropos Heimat, wir lassen dich jetzt wieder zurückfahren. Danke vielmals, dass du den Weg auf dich genommen hast, um zu uns zu kommen. Dir und der SCL Tigers in dieser Saison weiterhin viel Erfolg. Merci vielmals, Jürgen Gräber. Merci vielmals. Danke für den Besuch. Okay. Danke vielmals Simon Schenk und Thomas Walser, unseren Hockey-Experten. Schön, sind ihr mit dabei gewesen. Hoffentlich eben auch morgen am Nachmittag wieder. Bis dann, schönen Abend. Alle miteinander.